Hi Leute, wir sind hier in Andernach bei Lidl, Aldi und auch Center Shop. Hier wird dieses Jahr die Einkaufstour starten. Dieses Jahr werde ich euch einfach mal alles versuchen zu zeigen, was ich heute an diesem Tag so mache. Es wird auch eine kleine Zündelei geben mit Cut 1. Werden wir wahrscheinlich nachher gleich noch zünden. Die Dunkelheit am frühen Morgen gleich noch ausnutzen. Und dann wünsche ich euch einfach viel, viel Spaß bei der Einkaufstour. Los geht's! Wir haben jetzt hier die schönen Cut 1 Artikel. Einmal Nico Bonsai. Dann haben wir hier von Classic die tasmanischen Teufel, so Bodenwirbel. Und noch Vegas Vulcanos. Das haben viele gesagt, dass die scheiß Dinger explodieren. Das sollte nicht sein. Aber siehst du, deswegen wurden die aus dem Sortiment genommen. Stellen oder zu so einem Stern? Ach, mach so einen Stern.
Also wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf bei Lidl. Ihr seht, was wir alles eingekauft haben. Zuerst die Mr. Hyde. Dann haben wir das große Bombette-Set. Es geht weiter mit der Black Ice. Dann haben wir die Unforgettable. Dieses Jahr neu die Black Widow. Die Laserfontäne. Dann natürlich, wie jedes Jahr, darf natürlich das Highspeed Bomb Set nicht fehlen. Dann hier noch zwei Packungen kubische Kanonenschläge. Einmal Lidl Flashbang und die Titania. Die Skyrockets. Und einmal das Kracher Inferno. Der Einkauf bei Lidl war erfolgreich. Schöne Sachen bekommen. Ca. 145 Euro habe ich jetzt hier ausgegeben. Jetzt geht's zu Center Shop. Der ist hier gleich nebenan, wie ihr bestimmt sehen könnt jetzt gerade im Video. Und da werden wir natürlich auch noch so einiges einkaufen. Ja, Center Shop ist immer ein sehr, sehr schöner Laden, wo man wirklich tolle Sachen bekommt. Viele Artikel von Leslie, ob von Leuchtfeuerwerk über Batterien bis hin ja, zu irgendwelchen Bombenrohren, gibt es eigentlich fast alles bei Center Shop. Das ist unser Einkauf oder mein Einkauf von Center Shop. Moskitos haben wir jetzt hier, sind leider schon ein paar aufgegangen. Das geht weiter mit dem Top Dog Bag. Das ist ein schönes neues Cut 1 Sortiment. Dann haben wir hier noch die komplette böse Serie, will ich mal sagen. Böse Nachbarin, die böse Sekretärin. Dann haben wir hier die böse Schwester, die böse Oma, den bösen Opa, der darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier ist noch die Schwiegermutter. Dann noch der böse Chef und der böse Lehrer. Dann haben wir hier noch den Schnuffelhasen, die ist ja neu. Und das Zuckerpüppchen. Dann haben wir hier noch schön was zum Spielen, also schöne Bengalos, zwei Sachen. Dann einmal die Nico Via Romana.
Und zum Schluss noch einmal Leslie Event Torch. Also wir sind jetzt gerade aus Center Shop raus. Leider Gottes, also Center Shop in Andernach. Und leider Gottes hat einfach dieser Center Shop nicht alles da gehabt. Also wirklich sehr, sehr wenig. Zum Beispiel auch diese große Chainsaw Box hatten sie leider nicht da. Und keine Brutus und so weiter. Also wirklich, ja, ich sag mal, 30% der Artikel, die im Prospekt mit waren, hatte Center Shop halt leider nicht. Ja, das finde ich halt sehr, sehr schade. Vielleicht gibt es hier auch regionale Unterschiede, aber ja, wer weiß. Jetzt geht es einfach weiter. Jetzt hier bei Aldi Süd angekommen. Ihr seht es im Hintergrund. Und zwar, ja, Lidl hatte dieses Mal diese schönen Bugano-Vulkane nicht. Wahrscheinlich liegen sie noch im Lager und der Mitarbeiter hat es einfach nicht gefunden. Deswegen jetzt bei Aldi Süd. Und ja, deswegen kaufen wir jetzt hier noch ein bisschen was ein. Auch vor allem diese schönen Vulkane. So, mein Einkauf jetzt bei Aldi Süd. Was habe ich mir Schönes mitgenommen? Also das Viel Glück Raketensortiment. Dann habe ich hier noch eine schöne Neuheit, die Protoys. Die ist ja neu bei Aldi Süd. Dann haben wir hier noch schöne Veko-Vulkane. Einmal Gold Blink, Gold Color und Pink. Nochmal die Protoys. Einmal die Artus, jetzt nicht mehr 2,99, sondern 3,99. Und einmal das King and Queen, zweiteiliges Batteriesortiment. Jetzt sind wir angekommen bei Norma. Das ist mein vorletzter Stopp und hier hole ich mir wahrscheinlich noch die Ring Rockets und auch noch die Dr. Pyro einmal. Wirklich sehr, sehr gute Produkte. Wie ihr seht, war der Einkauf bei Norma sehr erfolgreich. Eine Dr. Pyro habe ich mir mitgenommen und noch das schöne Rocket Rally Sortiment mit den hammergeilen Ringbombenraketen. Ja, jetzt geht es nochmal zu Center Shop und zwar waren wir vorhin in Center Shop in Andernach, jetzt nochmal nach Castellaun. Und zwar wollte ich mir da halt noch die Chainsaw Box holen. So ein neuer Verbund von Leslie Feuerwerk. Und ja, da geht's auf jeden Fall jetzt sofort hin. Dann will ich doch mal gucken, was ich bei Center Shop noch bekomme. Wie gesagt, die Chainsaw Box fehlt noch. Und auch die Celebration Cracker, die wollte ich mir 5-mal holen. Die von Leslie, die sind ja recht gut. Ja, mal sehen, was ich finden kann. Und ob ich erfolgreich wieder aus dem Laden rausgehe.
Ich komme gerade aus dem Center Shop, wie ihr sehen könnt. Ich habe sie endlich bekommen, die Chainsaw Box 86 Schuss. Das ist ein Verbund aus drei Batterien. Auch eine Fächerbatterie ist dabei. Also hier, ihr seht schon, dieses mega geile Design. Chainsaw Box, Kettensägenbox. Echt ultra heftig, das Teil. Mega. Richtig, richtig geil. Ich bin jetzt hier an meiner letzten Station angekommen für dieses Jahr, für diese Einkaufstour. Und zwar ist das der Discounter Penny. Wie ihr sehen könnt, mit der GoPro werde ich natürlich auch wieder im Laden filmen und euch da ein paar Eindrücke festhalten. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Run underneath the rows of trees, and we'll see you where the ocean meets the sky. Your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. Einkauf bei Penny wieder erfolgreich. Und zwar habe ich mir geholt die Monster-Batterie, die Weco Volt und natürlich die Ioniq. Geheimtipp. Und was habe ich noch entdeckt? Ein schönes Cut-1-Sortiment. Von Weco auch Lightspeed. Das sind 5 oder 6 Fontänen sind das. Schöne Cut-1 Fontänen. An dieser Stelle möchte ich gerne die Einkaufstour beenden. Es war jetzt die letzte Station. Ich war ja gerade beim Penny. Aber ich beende es nicht einfach so, sondern es gibt noch eine Empfehlung von mir. Guck mal hier. Das ist eine Empfehlung direkt von mir, also von Pyromotte. Die Weco Ioniq bei Penny für 14,99 €. Mega geile Blinkerbatterie. 25 Schuss, 30 mm Kaliber. Leute, gönnt euch diese Batterie. Ich liebe sie. Deswegen habe ich sie mir dieses Jahr auch noch einmal gegönnt. Und ja, ist wirklich ein richtig, richtig feines Teil. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos.